Herzlich willkommen an diesem Sonntagmorgen zum Gottesdienst. Noch können wir euch und Sie leider nicht persönlich an der Kirchentür begrüßen. Wir hatten uns entschieden, als Kirchenvorstand über Weihnachten und Altjahrsabend, Neujahr bis zum heutigen Sonntag keine Präsenzgottesdienste zu feiern. Darum begrüße ich Sie ganz herzlich heute Morgen zu einem Digitalgottesdienst hier in der Laurentiuskirche. Und ich würde mich freuen, wenn Sie mit mir nun in die Kirche kommen würden. Liebe Freundinnen und Freunde, die weihnachtlichen Festtage liegen hinter uns. Wir haben die bilderreiche Erzählung von der Geburt Jesu im Stall von Bethlehem gehört und mit ihr die Zusage, dass Gottes Licht in der Nacht leuchtet wie ein Stern am Himmel. Heute, wir eilen in der Biografie Jesu mit Riesenschritten voran, begegnen wir dem schon erwachsen gewordenen Jesus auf seinem Weg zur Taufe. Das ist eine interessante Erzählung, die Matthäus uns hier überliefert und die uns Nele Burmann gleich vorlesen wird. Aber vorher hören wir das Lied »Du Morgenstern, du Licht vom Licht«, gesungen von Michael Schwenke und Maike Jensen an den Tasten, an der Orgel und am Klavier. Schön, dass ihr da seid. Im Namen des dreieinigen Gottes feiern wir Gottesdienst, geborgen in Gott, im Frieden Christi und im Licht des Geistes. Amen. Dieser Welt als Hilfe.
Worte aus Psalm 116 in einer modernen Version. Ich kann wieder aufatmen, denn Gott hat mich Gutes erfahren lassen. Ich war ganz daneben, ganz aus dem Gleichgewicht, aber habe mich wieder fangen können. Mein Leben blieb verschont, ich muss nicht mehr weinen. Im Vertrauen auf Gott werde ich leben. Mein Leben ist hart und wird es bleiben, aber ich vertraue. In meiner Verzweiflung meinte ich, die Menschen sind schlecht, aber sie haben mir geholfen. Wie soll ich nun meinen Dank ausdrücken? Es sollen nicht nur Worte sein. Aus den Erfahrungen, die ich gewonnen habe, will ich nun leben. Es ist ein Teufelskreislauf. Wo wir Angst voreinander haben, verbreiten wir selbst Angst. Wo wir es nicht wagen, einander zu vertrauen, da kommen wir uns auch nicht nahe. Wir müssten uns wieder eintauchen lassen in das Wissen, das Jesus bei seiner Taufe empfing. Es könnte uns retten, denn das Schlimmste ist, wenn wir vergessen, dass wir Gottes Töchter und Söhne sind. Hören wir heute das Evangelium, das bei Matthäus im 3. Kapitel steht und von der Taufe Jesu durch Johannes den Täufer handelt. Dieser Text wird auch in der Predigt bedacht werden. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach: Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt geschehen. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es geschehen. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Jesus ist kommen, die Ursache zu. Gott schenke uns ein offenes Herz für sein Wort und Worte für unser Herz. Liebe Freundinnen und Freunde, aller Anfang ist schwer, sagt der Volksmund und nimmt mit diesem geflügelten Wort auf, was wir alle schon erfahren haben, wo wir neue Wege gegangen sind oder zum ersten Mal etwas gemacht haben. Jeder Anfang ist eine Herausforderung. Ein kluger Kopf, der griechische Philosoph Aristoteles, sagte über den Anfang, dass der erste Schritt, den man macht, schon die Hälfte des ganzen Weges sei. Jedes Buch, jeder Film, jedes Essen, jedes Verliebtsein, jedes Spiel, jede neue Aufgabe, jede Predigt und jedes neue Jahr sollte gut anfangen, es soll spannend und verheißungsvoll sein. Auf den Anfang kommt es an. Weil diese Einsicht keine neue Erkenntnis ist, überliefert der Evangelist Matthäus das allererste Auftreten Jesu auch mit besonderer Sorgfalt. Jesus steigt, wir haben es gehört, nicht zuerst auf einen Berg, um eine Regierungserklärung abzugeben. Er gibt auch keine pompöse Vorstellung ab, wie bei der letzten Amtseinführung des amerikanischen Präsidenten, Sie erinnern sich. Im Nachhinein wurde behauptet, niemals zuvor hätten so viele Menschen an der sogenannten Inauguration des Präsidenten teilgenommen, wie bei der Einführung von Donald Trump. Das war damals der Moment, als die sogenannten alternativen Fakten erfunden worden sind, die seitdem eine so große Karriere gemacht haben. Ich hoffe, Joe Biden trifft
am 20. Januar den richtigen Ton. Jesus gibt eine andere, eine bescheidene Visitenkarte ab. Bei seinem ersten öffentlichen Auftreten ist er nicht auf eine großartige Selbstdarstellung aus. Er fängt sozusagen klein an, indem er die große Entscheidung trifft, sich taufen zu lassen. Dafür macht Jesus sich auf einen beschwerlichen Weg vom galiläischen Hochbergland hinab in den Jordangraben. Das ist übrigens das tiefste Tal unserer Welt. Es liegt bis zu 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Solche geografischen Angaben in der Bibel finde ich sehr interessant und ich glaube, dass man durchaus diese Bewegung auch als eine innere Bewegung lesen kann. Diese Bewegung zeigte sich schon Weihnachten. Der Himmel kommt auf die Erde, Gott wird Mensch und jetzt Jesus taucht hinunter in das tiefe Tal der Realität mit allen Brüchen und Fehlern. Und hier unten am Jordan trifft er, wie er hofft, auf Johannes, den wortgewaltigen Bußprediger. Ich finde das sehr bemerkenswert, weil Jesus die Uhren mit dem Beginn seiner Wirksamkeit nicht demonstrativ auf Null stellt. Er tut nicht so, als finge mit seinem Auftreten die Welt an, sich zu drehen. Was er macht, ist dieses. Er fügt sich ein in eine wichtige Tradition seines jüdischen Volkes. Er stellt sich auf eine Stufe mit denen, die es nötig hatten, umzukehren. Wer kam denn sonst zu Johannes in die Wüste? Das waren die, die kein reines Gewissen hatten und darunter litten. Das waren die, die sonst mit allen Wassern gewaschen waren und keine weiße Weste hatten, die aber noch einmal erkannt hatten, so kann es nicht weitergehen, dass jeder nur an sich denkt und alle bloß ihre Schäfchen ins Trockene bringen wollen. In diese rituelle Handlung der inneren Waschung gliedert sich Jesus ein und er plädiert dafür, was uns heute so gut tun würde, weil es uns fehlt: Gelassenheit. Interessanterweise sind das die ersten beiden Worte, die Matthäus von Jesus überliefert. Lass es jetzt geschehen. Let it be so for now. So lese ich das in meiner englischsprachigen Bibel. Let it be. Ich frage euch, welcher Musikfan wüsste nicht, welchen Titel von den Beatles ich meine? Sie kennen dieses Lied. Let it be, lass es geschehen. Und der Geist dieses Liedes taucht schon hier bei Matthäus auf. Mit diesen Worten fordert Jesus Johannes auf, alle seine Vorbehalte und vor allem sein Gefühl der Minderwertigkeit zu überwinden. Johannes meint tatsächlich, dass es ihm nicht zukommt, Jesus zu taufen. Aber Jesus lässt keine Kompetenzprobleme aufkommen. Er sagt deutlich, dass dieser Anfang jetzt um Himmels Willen sein muss. Es gibt einfach Dinge, liebe Freundinnen und Freunde, die kann man nicht selber tun. Wir können uns nicht selbst in den Arm nehmen. Es gibt so viel in unserem Leben, das wir nur geschenkt bekommen können. Neben einer Liebeserklärung gehört auch die Taufe dazu. Lass es geschehen. Johannes, oder wie immer du heißt, lass es geschehen, was Gott mit dir vorhaben könnte. Du brauchst dich für keine Aufgabe zu gering zu fühlen. Du musst deine eigene Lebensplanung nicht immer und mit allen Details in der Hand haben. Let it be, lass es geschehen. Und sag deinen eigenen Vorstellungen, wie etwas zu sein hat, adieu. Das heißt Gott befohlen. Und wage es, in dem Vertrauen zu leben, dass Gott es gut machen wird. Oh ja, ich weiß, das ist so leicht gesagt, aber es ist schwer zu verstehen, vor allem nicht ein für alle Mal im Leben. Es führt kein einfacher und schon gar kein gerader Weg hin zu diesem Gottvertrauen, das wir auch im Vater unser immer wieder zur Sprache bringen, wenn wir sagen, dein Wille geschehe. Ich glaube, dass hier die Not vieler Menschen verborgen liegt, dass sie nicht mehr hoffen können, außerhalb ihres eigenen Ichs könnte es einen Punkt, ein Geheimnis, einen sicheren Stand, einen Heimathafen, einen Himmel geben, der größer, tiefer und weiter ist als unsere eigene Existenz. Jesus hört nach seiner Taufe Gottes Liebeserklärung. Du bist mein geliebter Sohn. Dieser Zuspruch ist seine Religio,
die Rückbindung an den Schöpfer der Welt. Das meint der Begriff Religion, sich an etwas oder an jemanden festmachen. Und Jesus vertraut seinem Vater im Himmel. Liebe Freundinnen und Freunde, seit dieser einen Taufe Jesu ist jede weitere Taufe ein Anteil nehmen und Anteil geben am Himmel auf Erden. Wir nehmen als Leute Gottes sozusagen an seiner Adoption teil. Niemand von uns ist ein Waisenkind und niemand hat keine Heimat. Darum hat auch der Konfirmand recht gehabt, der vor vielen Jahren dieses himmlische Wort, du bist mein geliebter Sohn, zu seinem Konfirmationsspruch gemacht hat und auf sich selber bezog. Also keine falsche Bescheidenheit. Wir sind erwachsene Söhne und Töchter Gottes. Diese Gewissheit möge uns stärken auf einem Weg in ein Jahr 2021, von dem wir alle nicht wissen, wie es sich entwickeln wird. Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Der Anfang ist gemacht, jetzt kommt es darauf an, dass wir mit diesem Zuspruch aus Anfängern Fortgeschrittene werden. Möge Gott uns ein Jahr schenken, in dem es uns gelingt, was der amerikanische Theologe Reinhold Niebuhr so in Worte gefasst hat. Ihr kennt dieses Wort der Weisheit mit Sicherheit. Aber wie so vieles in unserem Leben müssen wir manchmal Dinge immer und immer wieder hören, um sie dann praktisch werden zu lassen. Gott gebe uns die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die wir nicht ändern können. Gott gebe uns die Kraft, die Dinge zu ändern, die wir ändern können, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, erstärke unsere Herzen und unsere Sinne in Ewigkeit. Amen. Schenke mir Gott ein hörendes Herz, das deine Ohren taubt in dieser Welt. Schenke mir Gott ein hörendes Herz, das deine Ohren taubt in dieser Welt. Schenke mir Gott ein Herz, das liebt und schenkt, das für Sonntag und in diese Woche unter dem Segen Gottes. Gott, der Herr, segne dich und er behüte dich. Gott, lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott, erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.